Ist es hier wenig los. Das war nicht immer so. Wir hatten, als mein Vater regierte, mein Großvater, mein Urgroßvater, also es gab hier blühende Landschaften. Die Menschen kamen gerne zu uns. Warum nicht mehr heute? Sagen Sie es mir, warum nicht? Ich bin doch hier. Richtig, und genau das ist meine Bitte, mein Wunsch. Ich habe gesehen, wie geschickt Sie sich als Strandkorbverleiher anstellen. Sie haben Talent. Wollen Sie für mich arbeiten? Für die Gemeinde. In meinem Kabinett ist noch Platz für es sind noch Plätze frei. Das glaube ich gerne. Ich danke Ihnen für das großzügige Angebot. Ich werde mich erst ein bisschen mit dieser Umgebung vertraut machen, um dann die richtige Entscheidung zu fällen. Ja. Wo kommen wir denn dahin, wenn ihr jeder seinen Arbeitsplatz verlässt? Hä? Wie es ihm gefällt, was ihr wollt? Sommernachtstraum! Ich dachte hier sowieso... Mein lieber junger Freund, Sie machen sich hier keine Freunde, wenn Sie direkt am ersten Tag schon Sonderregeln aufstellen. Welche Freunde? Ist doch kein Mensch hier. Aber es könnte jemand kommen, es könnte! Und ich stehe wieder da! Hä? Ein schöner Sonnentag. Man ist am Strand und lässt die Seele baumeln, will das Meer und unsere gute Luft genießen. Aber dann kann man keinen Strandkorb leihen, Leute, werte Herr! Strandkorbvermieter! Auf Schusters raffen die Welt! Erkundet! Gibt's Probleme an der Strandkorblehne? Nein. Also, den Vormittag, den ziehe ich Ihnen ab. Und jetzt an die Arbeit. Schäfer. Ja, seltener Beruf. Och. Ja? Sie sind doch Bergsteiger. Ich möchte bitte darüber nicht sprechen. Selbstverständlich. War eine stürmische Nacht, was? Ach. Normaler Seegang. Au. Ich darf mich nicht verletzen. Ich darf mich nicht verletzen. Wieso denn? Nichts. Ich rede zu viel. Wenn ich hier eine Bootspartie machen will, worauf habe ich zu achten? Man sollte hier nie ohne Kenntnisse raus. In den letzten Jahren hat sich dort ein Priel gebildet. Einfach so. Sofort verändert sich die gesamte Strömung rund um die Insel. Wenn Boote jetzt ihren Müll ins Meer werfen, dann kriegen wir den hier ab. Verstehe. Und gibt es keinen anderen Weg, diese Insel zu verlassen? Ich meine, ohne Boot.
Haben Sie nicht zugehört? Das ist eine Insel mit Wasser drumherum. Eiszeitbedingte Veränderungen haben aus dem ehemaligen Festland die Insel geboren. Eine Insel ist eine Insel. Selbstverständlich. Was will er hier gerade jetzt? Er ist ein Aussteiger. Ein ganz fauler Hund ist das. Lenk ihn ab. Aber wenn er nicht will. Du bist doch ein hübsches Kind. Der wird schon wollen. Aber was ist mit mir? Denk an unseren Auftrag. Denk an deinen Auftrag. Bring das zu ihr.